Ich habe jetzt da eingegeben, dass ich nicht 200.000 Franken anzahle, sondern 350.000. Das heißt, meine Schuld beträgt lediglich noch 650.000, nicht mehr 800.000. Und dann brauche ich nur noch ein Einkommen von... Hallo und herzlich willkommen beim Bauherren-Podcast Schweiz. Mein Name ist Marco Fehr und als Bauleiter interviewe ich Unternehmer und Spezialisten, damit du als zukünftiger Bauherr die richtigen Entscheidungen triffst. Ja, liebe Podcast-Hörer, heute sprechen wir über Grundbegriffe wie Eigenkapital und Tragbarkeit. Denn wer ein Eigenheim kaufen möchte, muss genau wissen, wie die Finanzierung stattfindet. Und du bekommst heute Tipps zum Hauskauf. Wir sprechen auch über die häufigsten Fehlinformationen, die so herumschwirren. Mein Interviewgast ist Fabio Marquesin. Er ist Finanzplaner, Finanzblogger und betreibt auch aktiv den Podcast Finanzfabio. Let's talk about money. Und genau das machen wir jetzt. Und ich begrüße dich im Podcast. Hallo Fabio. Hallo Marco, danke für die Einladung. Toll, dass du dabei bist. Jetzt für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor und vielleicht auch ja, kurz, was machst du und kurz etwas über deinen Podcast. Okay. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir sprechen über Geld. Normalerweise spreche ich Schweizerdeutsch, aber heute extra für dich, Marco, machen wir das auf Hochdeutsch. Ja, was mache ich? Ich habe vor 3,5 Jahren den Blog finanzfabio.ch gestartet. Und zwar ging es mir damals darum, ich war mitten in der Ausbildung zum Finanzplanungsexperten. Und ich kann dir eins sagen, das war wahnsinnig kompliziert und überhaupt nicht spannend und so vertieft, dass ich immer gedacht habe, ja, aber zum Beispiel beim Thema Recht, wenn das so tief ins Recht hereingeht, dann würde ich mir eh einen Anwalt oder einen Notar zur Hilfe holen. Also damit habe ich als Finanzplaner in, sage jetzt mal, 98% der Fälle sowieso nichts zu tun. Und das war dann auch recht deprimierend, dass man da so viel Theoretisches lernt, das du später nie brauchen wirst. Und hatte ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll von der Finanzbranche sowieso nach dieser Ausbildung. Und dachte, weißt du was, ich mache jetzt einen Barkeeper-Kurs und der Barkeeper. Genau. Bin dann aber noch mit Freunden in die Ferien gefahren. Und habe dort ein Buch gelesen, Rich Dad, Poor Dad. Und das ist so ein, wirklich so ein 20-Franken-Buch. Und nach meiner Ausbildung zum Finanzplanungsexperte habe ich gedacht, hey, ich habe jetzt in diesem 20-Franken-Buch mehr über private Finanzen gelernt als in meinen gesamten Ausbildungen. Und dann dachte ich aber, hey, das kann ich auch. Und habe so den Blog Finanzfabio gestartet. Und ja, seit 3,5 Jahren schreibe ich über viele Finanzthemen, also über die Vorsorge, über wie man richtig investiert, was so die Gefahren sind, was dir der Versicherungsberater und der Banker nicht alles erzählen will und auch über Immobilien, wie kauft man eine Immobilie, was sind da so die Hürden? Zwei Hürden, ganz klar, ist das Eigenkapital und was meist noch die größere Hürde ist, ist die sogenannte Tragbarkeitsberechnung der Bank. Und ich denke, da sind wir voll im Thema drin. Wo du dich befindest mit dem Bauherren-Podcast, wie sieht es eigentlich aus, wenn man denn mal bauen will oder ein Haus kaufen will, wie viel kann da die Bank eigentlich mitreden? Genau. Und da ist natürlich meine erste Frage direkt, ja, wie kaufe ich denn ein Eigenheim? Was braucht es dazu? Vielleicht erklärst du uns mal in den Grundzügen, um was es wirklich geht. Ja, genau, okay. Was die meisten vielleicht wissen, ist, sie brauchen Geld. Sie brauchen schon mal viel Geld, um ein Haus. Vor allem in der Schweiz. Genau, um ein Haus zu kaufen in der Schweiz. Einfach damit es heute mega einfach wird zum Berechnen, gehen wir immer davon aus, wir kaufen ein Haus oder eine Wohnung für 1 Million Schweizer Franken. So eine einfache, gerade Zahl. Das Erste, was du in der Schweiz bringen musst, ist 20% Eigenkapital. Also wenn deine Immobilie 1 Million kostet, musst du 20%, sprich 200.000 Franken, angespart haben. Also die musst du irgendwie auf dem Konto haben. Und das Erste, was die Bank macht, ist, sie unterscheidet zwischen harten Eigenmitteln, also hartem Eigenkapital,
oder Gelder aus der Pensionskasse. Und die eine Regel, die du einhalten musst als Käufer, ist, 10% des Kaufpreises müssen harte Eigenmittel sein. Unter harte Eigenmittel verstehen wir Geld aus der Säule 3a. Die Säule 3a ist ja in der Schweiz so das beliebteste Vorsorgekonto, das wir haben, weil es steuerlich attraktiv ist. Und das Geld, das du in die Säule 3a einzahlst, das kannst du eigentlich erst bei Pension brauchen. Und es gibt aber noch ein paar Gründe, wie du sonst an das Geld kommst. Zum einen zum Beispiel, wenn du ein selbstbewohntes Wohneigentum kaufst. Das ist der sogenannte WEF, Wohneigentumsförderung. Und dafür darfst du dieses Geld verwenden. Und wichtig zu wissen, die Säule 3a, das ist bereits hartes Eigenmittel. Was du auch brauchen kannst, ist natürlich dein Geld auf deinem Sparkonto, auf deinem Lohnkonto. Du könntest all deine Aktien und ETFs verkaufen und zu Geld machen. Du darfst deinen Goldbarren verkaufen und zu Geld machen. Also all die Dinge, die eigentlich wirklich Cash sind, das ist hartes Eigenmittel. Und davon brauchst du mindestens 10%. Sprich, wenn deine Wohnung 1 Million kostet, musst du 100.000 Franken in hartem Eigenmittel vorweisen können. Den Rest könntest du theoretisch aus deiner Pensionskasse bezahlen. Also in der Schweiz, sobald du 25 bist, bezahlst du ja in die zweite Säule ein, in die Pensionskasse. Und all das Geld, das du dort ansparst, du und dein Arbeitgeber zusammen, das ist dein Geld. Und dieses Geld darfst du auch verwenden, um Wohneigentum zu kaufen. Und dann könnte zum Beispiel eine Aufstellung von deinem Eigenmittel sein, okay, 100.000 Franken harte Eigenmittel auf dem Konto und 100.000 Franken nehme ich aus der Pensionskasse. Ob das für dich das Richtige ist, ist eine andere Frage, aber grundsätzlich so könntest du damit arbeiten. Was ich oft sehe, ist, dass viele Leute, die sparen so, sag ich mal, 150.000, 180.000 zusammen und dann kurz vor dem Schluss denken sie, ich nehme jetzt noch die Abkürzung über die Pensionskasse und beziehen dort einen tieferen Betrag. Es muss nicht 50-50 sein. Wichtig ist einfach, dass die 10% harte Eigenmittel eingehalten werden. Genau. Und das ist so die erste Hürde. Was aber viel schwieriger ist heutzutage, ist die sogenannte Tragbarkeit. Weil theoretisch kannst du viel Geld erben, oder? Dann hast du auf einen Schlag dein ganzes Eigenmittel zusammen, die 200.000. Aber dein Lohn, der ist nie auf dem Level, dass du dir ein Haus kaufen könntest für 1 Million. Mhm. Ich erkläre schnell die Tragbarkeit. Bei der Tragbarkeit geht es darum, man will sehen, wie hoch sind die Kosten deiner Immobilien im Verhältnis zu deinem Lohn. Und zu den Kosten zählt die Hypothekarzinsen, die Amortisation und die Nebenkosten. Und diese Kosten dürfen nicht mehr als 1/3 von deinem Einkommen ausmachen. Jetzt als Beispiel, wenn wir ein Haus kaufen für 1 Million, dann haben wir ja 20% Eigenkapital, das sind 200.000, und wir nehmen eine Hypothek von 800.000 Franken auf. Diese 800.000 Franken, wenn du heute schaust, was kostet eine Hypothek, dann bezahlst du dafür heute, und heute sind wir eher etwas teurer wieder als vor ein paar Jahren noch oder vor einem Jahr, sind wir bei 2%. Und dann denkst du, ja okay, 800.000 mal 2%, das sind 16.000 Franken im Jahr, kein Problem. Die Bank sieht das aber ein wenig anders. Die Bank rechnet nicht mit den aktuellen Marktzinsen, sondern die Bank rechnet mit 5%. Und das ist ja eine Riesendiskrepanz von 2% auf 5%. Und vor einem Jahr, da waren wir noch bei 1%. Also das ist ein Mega-Unterschied, oder? Und trotzdem, die Bank rechnet mit so hohen Prozentsätzen, weil sie will den Kunden schützen vor einer, dass er seine Zinsen nicht mehr bezahlen könnte, falls die Zinsen dann wirklich einmal ansteigen würden bis 5%, oder? Was theoretisch möglich sein kann, oder? Ja, super theoretisch. Aber gut, ich muss auch sagen, ich hätte vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass wir da plötzlich wieder mal eine 2 vor dem Komma sehen. Also daher, ich bin da ein schlechter Prophet. Aber ja, theoretisch kann das sein. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen kann ich plaudern.
Meine Eltern damals, als sie die erste Wohnung gekauft haben, die haben sage und schreibe 7% Zinsen bezahlt. Wahnsinn, oder? Also, und das ist nicht so lange her. Ich meine, das ist 30 Jahre her. Also das kann man sich noch ein bisschen zurückerinnern, oder? Das ist also wirklich alles noch Realität. Aber wir waren einfach sehr verwöhnt, kann man sagen, die letzten 5 bis 7 Jahre, was die Zinsen angeht. Und die Bank könnte theoretisch auch die 5% auf 7 oder 10% erhöhen, wenn es dann vielleicht in 1, 2, 3 Jahren mal ein bisschen anders aussieht. Ja, also die Bank, die verrechnet einfach ihre Zinsen weiter, die sie selbst bezahlt oder wenn sie Geld aufnimmt. So sehr, sehr einfach ausgedrückt. Aber ja, die Zinsen steigen und die Bank, die macht das natürlich mit, speziell wenn sie Zinsen bekommen, oder? Für mich eher spannend, wann bekommen wir dann wieder Zinsen für unser Geld auf dem Konto, aber das ist wieder ein anderes Thema, oder? Aber wenn wir jetzt 800.000 mal 5% rechnen, dann sind das 40.000 Franken im Jahr und nicht 16.000. Und das ist dann doch ein sehr, sehr weiter Unterschied, 16.000 oder 40.000. Und die Bank ist da noch lange nicht fertig mit der Tragbarkeitsberechnung, oder? Die Bank sagt dann auch, hey, du hast jetzt eine Belehnung von 80%. Wir möchten, dass du in den nächsten 15 Jahren die Belehnung auf 65% runterfährst. Das heißt, du darfst uns in den nächsten 15 Jahren je 1% amortisieren. Ja, was heißt jetzt das? Amortisieren bedeutet nichts anderes als einen Teil der Schulden zurückzubezahlen. Und in der Schweiz kennen wir die direkte Amortisation. Das ist, wenn du wirklich Geld der Bank bringst, um es zurückzubezahlen. Oder die indirekte Amortisation, dass du sagst, weißt du was? Ich bezahle das in die Säule 3a ein und gebe dir das ganze Geld dann in 15 Jahren. Aber für die Tragbarkeit wichtig ist wieder, wenn wir vom Haus reden von 1 Million, dass du in 15 Jahren 15% amortisieren musst, das sind pro Jahr auch wieder 10.000 Franken. Also dann haben wir mal die Hypozinsen, 40.000, plus die Amortisation, 1% die nächsten 15 Jahre, sind auch wieder 10.000, dann wären wir bereits bei 50.000 Franken Kosten. Dazu kommt aber noch etwas, weil die Bank sagt, ja, jetzt hast du ein schönes Haus, das finden wir super. Das meiste aber wir dir ja bezahlt haben oder vorausgestreckt haben, möchten wir, dass du diesem Haus auch Sorge gibst, weil falls du es nicht mehr bezahlen kannst, musst du es verkaufen und dann muss wieder möglichst viel Geld reinkommen für dich und für uns, oder? Wir hätten gerne, dass du das Haus auch unterhältst und das sind die sogenannten Nebenkosten, oder? Also zum einen haben wir da Wasser und Strom, zum anderen haben wir, wenn du etwas renovieren musst, oder so Kleinigkeiten. Und dafür berechnen sie auch 1% pro Jahr vom Kaufpreis. Und das ist bei 1 Million halt wieder 10.000 Franken. Und dann hast du plötzlich 40.000 Franken für die Hypothekarzinssätze, 10.000 Franken für die Amortisation und nochmal 10.000 Franken für die Nebenkosten. Und dann bist du bei Totalkosten gemäß Bank von 60.000 Franken. Und das soll ja nur ein Drittel deines Lohnes ausmachen. Und jetzt kannst du rechnen, okay, 60.000 Franken mal 3. Ich brauche ein Einkommen von 180.000 Franken im Jahr, damit die Bank sagt, okay, wir geben dir die Hypothek, wir geben dir den Kredit. Wenn ich jetzt in einer Partnerschaft lebe und mein Partner oder wir zusammen dann über die 180 verdienen, dann wäre es kein Problem. Genau. Also bei Verheirateten, die das Haus gemeinsam kaufen, die müssen einfach zusammen auf ein Einkommen von 180.000 Franken kommen. Also das ist so der einfachste Weg, oder? Wenn man zusammen eine Immobilie kauft, dann werden auch die Einkommen zusammen gerechnet. Also ich muss verheiratet sein? Nein, es spielt nur eine Rolle, wer kauft es. Auch wenn du eine Freundin hast und du sagst mit der Freundin zusammen, okay, wir wollen nicht heiraten, aber wir wollen zusammen eine Wohnung kaufen. Dann werdet ihr ja im Grundbuchamt, also dort wird eingetragen, wem rechtlich eine Immobilie gehört, werden beide Namen eingetragen, also gehört das Haus, die Wohnung euch beiden.
Also wird auch der Vertrag auf beide ausgesetzt und somit wird auch mit beiden Einkommen gerechnet. Aber zum Beispiel ich bin verheiratet, habe die Immobilie aber selbst gekauft. Also ich habe das ganze Eigenkapital selbst gebracht. Mein eigener Lohn musste reichen für die ganze Geschichte. Aber ich bin alleine eingetragen im Grundbuchamt. Und wenn irgendwann etwas ist, heiraten tut man ja, wenn man sich sehr fest liebt und verliebt ist und alles gut ist. Und wenn es dann nicht mehr so gut ist, dann weiß ich im Fall der Fälle, zumindest die Immobilie wird immer mir gehören, weil ich sie selbst gekauft habe. Und was passiert denn im Scheidungsfall? Eben im Scheidungsfall, in meinem Fall, weil ich es alleine gekauft habe, gehört die Immobilie mir. Ja, bei dir nicht, aber sonst? Genau. Wenn Verheiratete zusammen etwas kaufen und sich dann scheiden lassen, ja, dann geht man dann hin und sagt, gut, wer will das Haus behalten? Aha, der Herr möchte das Haus behalten, aber der Herr kann mit seinem Lohn alleine die Immobilie nicht tragen. Die Frau kann es auch nicht. Im schlimmsten Fall muss die Immobilie verkauft werden. Eine andere Idee wäre in diesem Moment, ja, könnte man die Schuld reduzieren? Könnte man zum Beispiel etwas von der Hypothek abzahlen? Und sobald ich etwas abzahle, dann muss ich weniger Zinsen bezahlen und ich muss weniger amortisieren. Und schon nur das kann deine Tragbarkeitsrechnung unglaublich besser machen. Also vorhin haben wir ja gesagt, wenn du für 1 Million kaufst und 800.000 Schulden hast, dann musst du amortisieren und so weiter und brauchst ein Einkommen von 180.000. Ich habe jetzt hier einen Tragbarkeitsrechner offen vor mir, den stelle ich gerne all deinen Hörern zur Verfügung, die können den runterladen und dann mal selbst experimentieren, was sie sich leisten können. Und ich habe jetzt da eingegeben, dass ich nicht 200.000 Franken anzahle, sondern 350.000. Das heißt, meine Schuld beträgt lediglich noch 650.000, nicht mehr 800.000. Und dann brauche ich nur noch ein Einkommen von 127.500 Franken. Also du siehst, da kannst du, wenn du mehr anzahlst, die Tragbarkeitsrechnung, die fällt wie zusammen. Dann wird es immer leichter, eine Immobilie zu kaufen. Und auch dann selbst, also auch selbst zu kaufen, ja. Genau, genau. Aber dann brauchst du einfach mehr Eigenkapital, oder? Und dann ist wieder die Frage, woher nehme ich das, genau, oder? Genau. Aber das sind so Möglichkeiten, Spielereien, die funktionieren. Ich muss auch sagen, die ganze Tragbarkeitsberechnung mit diesem 1:3 Verhältnis, das ist Theorie. Es kann gut sein, wenn du eine gute Beziehung zu einer Bank hast, dass du gehst und die Bank, die drückt ein Auge zu und sagt, okay, statt 33%, wir gehen hoch bis 39%. Das war jetzt zum Beispiel bei mir der Fall, dass die Bank ein Auge zugedrückt hat. Aber da muss man mit den Banken sprechen, muss ein bisschen, man darf keine Schulden sonst haben, kein Leasing haben, keine Betreibungen und so weiter. Also einfach, wenn du sauber dastehst, machen die das gerne, die versuchen wirklich zu helfen. Der eine Punkt vom möglichen Risiko haben wir jetzt bereits angesprochen, nämlich eben eine Scheidung. Und was sind denn weitere mögliche Risiken, damit dann eben eine solche Tragbarkeit dann auch nicht mehr gewährleistet ist? Okay. Scheidung ist ja etwas, das nicht so schön ist, aber es gibt ja auch ganz, ganz schöne Sachen im Leben, wie zum Beispiel, man wird Eltern, oder? Und wenn wir Eltern werden, ist es ja oft so, dass einer der beiden Eltern wohl nicht mehr zu 100% arbeiten wird. Ob jetzt das der Mann oder der Frau ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber das heißt ja, dein Einkommen wird kleiner, oder? Und wenn es jetzt ganz dumm läuft, weil eine Hypothek kannst du ja 10 Jahre Festhypothek machen, dann läuft die irgendwie ab, wenn das Kind gleich 3 Jahre alt ist. Und die ganze Berechnung startet von vorne. Und dann sieht die Bank, das Einkommen von der Frau klassisch ist weniger geworden. Die Tragbarkeit geht nicht mehr auf. Ja. Und das kann ein Problem sein, wenn da die Bank sagt, okay, wir beharren aber auf dieser Tragbarkeitsrechnung. Entweder amortisiert ihr jetzt oder wir verlängern die Hypothek nicht. Dann kannst du dir entweder eine neue Bank suchen, die da mitspielt, oder du musst wieder sehr viel Cash auf den Tisch legen und sagen, okay, wir amortisieren jetzt so weit, dass die Tragbarkeitsrechnung wieder
sinkt. Genau. Und da musst du eben auch dann die finanziellen Mittel haben. Absolut. Genau, da musst du die finanziellen, also es ist wie immer im Leben, es lohnt sich, wenn man ein bisschen etwas auf der Seite hat und nicht immer auf Null ist. Ein anderes Risiko, das ist für mich jetzt sehr, sehr weit weg, ist, wenn plötzlich die Immobilien in der Schweiz massiv an Wert verlieren, oder? Dann kann es sein, dass nicht nur deine Hypothek ausläuft, sondern dann die Bank kommt und sagt, du, in deiner Umgebung sind die Immobilienpreise um 10, 20, 30, 40% gesunken. Wir bewerten jetzt deine Immobilie nochmal. Dann kann es also sein, dass du eine Immobilie gekauft hast für 1 Million. Du hast da drauf 800.000 Franken Schulden und die Bank bewertet das neu und kommt auf eine Bewertung von 700.000 Franken. Ja, dann hast du ein Problem, weil du schuldest der Bank mehr Geld, als deine Immobilie noch wert ist. Also in diesem Moment hast du auf Deutsch ziemlich viel Geld verloren. Mhm. Oder? Was könnte dann in deinem Fall eine mögliche solche ein Immobilienverlust oder ein Wertverlust sein? Ja, in der Schweiz ist es wirklich sehr schwierig vorstellbar, weil in der Schweiz haben wir extrem begrenztes Bauland. Das weißt du ja selber am besten, oder? Also Länder gibt es einfach nicht mehr und vor allem, wenn es noch Land hat, dann ist die Gefahr groß, dass die Pensionskasse dieses Land kauft und dort wieder ein Mehrfamilienobjekt draufstellt, oder? Und für dein Eigenheim wird es immer schwieriger. Also Ich wage zu behaupten, dass Eigenheime in der Schweiz, also ein Einfamilienhaus mit Garten, ja, dass die noch ziemlich sicher sind und auch sicher bleiben werden, einfach weil wir nicht mehr Platz haben. Aber es kann natürlich schon sein, dass, falls die Zinsen weiter ansteigen, dass trotz Tragbarkeitsberechnung die Leute einfach die Zinsen nicht mehr bezahlen können, weil du weißt ja, wie es ist heutzutage. Wir wollen alles haben, geben unser ganzes Geld aus und wenn dann plötzlich die Hypozinsen statt 1% 2% kosten, das ist eine Verdopplung deiner Wohnkosten, blöd gesagt, ja, dass dann das Geld wirklich knapp wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die gerade dann gebaut haben, wo die Zinsen mega tief waren, wirklich Geld von den Eltern geholt haben und von den Großeltern geholt haben, damit sie das Eigenkapital haben, dass wenn diese Hypotheken ausläufen und sie nicht mehr zu 0,8 oder zu 1% abschließen, sondern plötzlich zu 2 oder 3 oder 4%, dass sie das gar nicht mehr mit den monatlichen Raten bezahlen können und deswegen gezwungen sind, das Haus zu verkaufen. Und dann ist es natürlich so, wenn du verkaufen musst, klar, bekommst du immer weniger Geld, als wenn du einfach mal schaust, du, soll ich es mal verkaufen, was bekomme ich heute, oder? Und wenn das anfängt, das stelle ich mir wie ein Dominoeffekt vor, dass es da ein Haus nach dem anderen verliert an Wert, oder? Und jetzt, da ja alle jungen Familien händeringend noch eine bezahlbare Immobilie suchen und dann halt mal 200.000, 300.000 mehr bezahlen, als sie eigentlich wollten, dann plötzlich die Auswahl haben zwischen 4, 5 Häusern, ja, dann nimmst du halt das, was in deinem Budget ist oder vielleicht optimalerweise noch etwas drunter liegt. Und dann kann es schon sein, dann ist es wieder Angebot und Nachfrage, oder? Dass immer weniger bezahlt wird für Immobilien, dass die Käuferschaft nicht mehr bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Und das fällt dann zurück auf den Besitzer, der es verkaufen will, oder? Und im Todesfall, was können da für Risiken entstehen? Ja, im Todesfall, jetzt kommt es wieder darauf an, haben wir ein verheiratetes Paar, Männlein, Weiblein, oder? Und Mann stirbt, die Frau ist alleine da, die hat dann zwar eine Witwenrente aus der AHV und auch aus der Pensionskasse, aber ob das wieder reicht für die Tragbarkeit, wissen wir nicht. Was hier oft gemacht wird, schon beim Kauf einer Immobilie und beim Abschluss einer Hypothek, man macht eine Lebensversicherung und dort versichert man zum Beispiel 200.000 Franken, 300.000 Franken und verpfändet diese Versicherung direkt an die Bank. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sterben würde, würde die Versicherung an die Bank ausbezahlt werden. Mit diesem Geld könnte man bereits einen großen Teil der Hypothek amortisieren, damit es von der Tragbarkeit her für die Nachkommen auch wieder aufgeht. Also damit das Eigentum dann behalten werden kann.
Genau. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel die Immobilien meiner Großeltern, die Großmutter ist bereits verstorben, wenn der Großvater verstirbt, dann fällt das in die Erbmasse, oder? Und dann dürfen sich die Erben die Köpfe einschlagen, wer jetzt diese Immobilie übernimmt oder ob sie einfach verkauft wird und dann der Erlös aufgeteilt wird auf alle Erben, oder? Da gibt es natürlich die schönen Geschichten, dass die Kinder oder die Enkelkinder das übernehmen. Und das ist heute oft noch die einzige Möglichkeit, wie meine Generation, ich bin jetzt 34, überhaupt noch an eine Immobilie herankommt. Erstens, weil es kein großes Angebot gibt. Zweitens, weil die Preise einfach exorbitant hoch sind zurzeit, ja. Wow. Also wir haben bis jetzt schon unglaublich viele wichtige Finanztipps von dir bekommen. Wir haben auch noch zwei, drei weitere spannende Fragen, die wir noch gerne beantworten möchten. Wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin auch mehr über dich und deine wichtigen Finanzdienstleistungen und dein Wissen erfahren möchte, wo kann er oder sie das tun? Ja, ich habe, wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe selbst auch einen Podcast, den Finanzfabio-Podcast, und dort habe ich auch sehr viele spannende Gäste und da sprechen wir also wirklich kreuz und quer über Finanzthemen, sei es Immobilien, sei es Vorsorge, sei es die Reformen, die wir haben in der Schweiz zur AV und zur Pensionskasse, sei es Kryptowährungen, auch viele Tipps und Tricks, die du heute hörst und eigentlich bereits morgen umsetzen kannst. Auf dem Blog dasselbe, dort schreibe ich über querbeet alle Themen. Ich muss auch sagen, wirklich fundiert, weil ich habe ja das Wissen eines Finanzplaners und versuche das möglichst einfach weiterzugeben. Und ihr könnt mir auch E-Mails schreiben, ihr könnt mir auf Instagram folgen oder auf LinkedIn. LinkedIn bin ich auch sehr aktiv. Und in der Regel bekommt man innerhalb von 24 Stunden eine Antwort von mir. Genau. Ja, jetzt interessiert uns natürlich alle, was ist oder was sind deine Tipps für den richtigen Hauskauf? Für den richtigen Hauskauf? Gute Frage. Ein Haus, das man kauft, dort bleibt man in der Regel ja auch eine gute Weile, oder? Also kauft nicht einfach ein Haus, weil ihr jetzt gerade einen neuen Job habt und ihr habt die Probezeit noch nicht bestanden oder wisst gar noch nicht, ob es euch dort gefällt, aber ihr habt jetzt in diesem Dorf, in dieser Gemeinde ein Haus gekauft, sondern schaut wirklich, gefällt euch das Haus, gefällt euch die Umgebung, könnt ihr euch vorstellen, dort Kinder großzuziehen? Das sind so die Punkte, oder? Am besten kauft ihr wirklich das Haus, bevor die Kinder da sind, damit die Tragbarkeit besser aussieht. Lässt die Immobilie schätzen, und zwar bietet selbst noch einen Schätzer auf, nicht nur die Schätzung des Verkäufers, weil, ganz ehrlich, ich kann dir sagen, wie das funktioniert. Die haben eine Preisspanne, wenn sie ein Haus schätzen. Und diese Preisspanne, die kann von, das ist einfach ein Beispiel, die kann von 750.000 bis 900.000 Franken, ist da alles dabei. Und am Ende schreibt er einfach eine Zahl hin, die der Verkäufer hören will, oder? Und man versucht das mal. Und wenn du selber schätzen gehst und du merkst, okay, die Spanne ist zwischen 750 und 900.000, dann trifft man sich vielleicht bei 825.000, nicht bei 900.000, oder? Bitte vergleicht die Zinsen beim Abschluss einer Hypothek. Also da gibt es Online-Portale wie financegeld.ch, wo man da wirklich mal schauen kann, was kostet so etwas. Geht nicht einfach zu eurer Hausbank, weil dort wird es sicher am teuersten. Also das kann ich quasi schon garantieren, oder? Weil ich muss immer lachen, wenn die Leute, die vergleichen Kühlschränke und Waschmaschinen, wo sie 100, 200 Franken sparen können für ein elektronisches Gerät im Haus, aber für eine Hypothek über 800.000 Franken über die nächsten 10 Jahre, da macht halt 0,1, 0,2%, das macht etwas aus. Und ganz ehrlich, da gibt es auf dem Markt Spielraum von einem halben Prozent, ein halbes Prozent mehr oder weniger über 10 Jahre. Ja, das sind dann ein paar schöne Ferien, ja, in den Malediven, oder? Und da könnte man auch zu dir kommen und das mit dir mal anschauen, wie man vielleicht auch noch den einen oder anderen Franken da nochmal zusätzlich einsparen kann. Ja, also was ich sicher helfen kann, ist, was liegt überhaupt im Budget? Und ich kenne da ein, zwei Banker, die gewillt sind, ein Auge zuzudrücken. Und ich bin sicher auch der dir offen und ehrlich sagt, hey, ich glaube, du übernimmst dich da wirklich. Weil wenn du wirklich den allerletzten Franken noch rauspressen musst,
um zu kaufen, dann kommen andere Probleme noch auf dich zu, weil für einen Hauskauf musst du zum Notar gehen. Wenn du zum Notar gehst, dann kommt eine fette Rechnung. Also weißt du, das sind auch ein paar tausend Franken, die du noch haben müsstest. Ja. Wenn du Geld aus der Säule 3a und aus der Pensionskasse beziehst, dann kommt eine fette Steuerrechnung für die Kapitalsteuer. Das vergessen viele Menschen auch. Und ich sehe meine Aufgaben da als unabhängiger Berater, den Leuten das auch aufzuzeigen, was da noch alles kommen könnte. Was ich selbst nicht verkaufe, sind Hypotheken. Weil das ist ein Finanzprodukt. Ich verkaufe keine Finanzprodukte, weil ich unabhängig bin. Perfekt. Genau. So als Abschlussfrage. Wenn jetzt ein Hörer, Hörerin vielleicht um die 25 Jahre alt ist und sagt, ah, ich möchte aber in 5 Jahren erst meine Immobilie kaufen, kann ich mir das überhaupt noch leisten, auch in 5 oder 10 Jahren eine Immobilie zu kaufen? Was würdest du sagen? Was vielleicht auch einen Tipp? Uff, schwierig. Da ist wieder die Frage, wo geht der Markt hin und wie sieht es um deine Finanzen aus? Was ich sagen kann ist, fängt bitte schon mit 20 Jahren an mit der Säule 3a. Weil es eine einfache Rechnung. Wenn du mit 20 in die Säule 3a einbezahlst, dann kannst du jährlich bis zu 6.883 Franken einzahlen. Wenn du das 10 Jahre machst, bis 30 und das noch ein bisschen verzinst wird, vielleicht legst du das Geld noch an, dann hast du dort die ersten 70.000 Franken für deine Immobilie. Und 70.000 Franken ist schon ein sehr, sehr guter Startschuss, oder? Aber ja, wo die Preise sind in 5 Jahren, in 10 Jahren, ich weiß es nicht, aber ich bin ganz ehrlich froh, habe ich bereits eine Immobilie. Kann ich wirklich so sagen, weil ich weiß auch nicht, ob ich es mir in 5 Jahren noch leisten könnte. Ja, wir hoffen es auf jeden Fall für alle Hörer und Hörerinnen, die sich dann auch eben früh um ihre, sage ich jetzt mal, Vorsorge interessieren, kümmern und ganz, ganz fest den Finanzfabio Podcast und Blog lesen und hören, das auf jeden Fall da. Genau. Aber was wir vielleicht auch noch sagen müssen, ist, es muss ja auch nicht jeder Eigenheimbesitzer sein. Also ich kenne sehr viele Menschen, die auch glücklich als Mieter sind, und auch Mieter zu sein hat viele, viele Vorteile. Also wirklich, da kannst du schon nur, wenn der Bachofen aussteigt oder die Waschmaschine, dann rufst du deinen Vermieter an, dann wird die ersetzt. Und als Eigentümer musst du dann halt wieder ein paar hundert Franken in die Hand nehmen. Und das vergessen eben auch viele. Absolut. Oder wenn auch die Heizung ausfällt, dass man dann da... Ja, ich meine, da kannst du 20.000, 30.000 Franken wieder abschreiben. Oder? Und dann diese Probleme hat ein Mieter definitiv. Das ist, also es gibt auch Vorteile vom Mieten. Ich bin ein glücklicher Mieter. Und absolut. Absolut, ja, jeden das Seine, eben dieser Podcast, das Gespräch, haben wir eben für die Leute geführt, wo wirklich etwas Eigenes möchten, und ich hoffe, wir konnten ganz vielen Hörern so eine Hilfe geben. Genau, hoffe ich auch. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen, also alle, die den Weg zu mir finden, sagt mir doch kurz, dass ihr durch den Bauherren-Podcast von Marco zu mir gekommen seid, dann kann ich das an Marco weiterleiten. Genau. Ist natürlich auch schön, wenn man weiß, welche Hörer das wie wir miteinander wieder verknüpfen. Danke dir vielmals fürs Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir. Ciao, Fabio. Tschüss. Bis bald. Genial, dass du heute wieder mit dabei warst. Konntest du etwas von dieser Podcast-Folge lernen? Hast du Anregungen, eine Frage zur Bauqualität oder zu qualitativ Top-Bauunternehmen? Oder vielleicht hast du selbst mal Baupfusch erlebt? Dann verlinke dich mit mir auf meinem LinkedIn-Profil unter Marco Fehr. Dort poste ich auch die aktuellsten Podcast-Folgen und schreibe, wo die größten Baupfuscharbeiten stattfinden und wie du diese erkennen und verhindern kannst. Auf jeden Fall schreib mir eine Nachricht, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du findest natürlich auch auf meiner Webseite unter www.marcofehr.ch über 130 Blogartikel zum qualitativ hochwertigen Bauen, zum Nachlesen. Und natürlich mit dem Newsletter bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn eine neue Podcast-Folge oder ein neuer Blogartikel rauskommt. Und du kennst ja mein Motto: qualitativ hochwertiges Bauen beginnt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten.